Herzlich willkommen bei 1000bestTV, herzlich willkommen bei unserer Serie Technische Daten im Detail. Und heute schauen wir uns mal an, was steckt eigentlich hinter dem Begriff höchst zulässiges Gesamtgewicht. Ich persönlich habe noch nie das Problem gehabt, aber ich habe mir die Frage oft gestellt. Also wenn da steht, höchst zulässiges Gesamtgewicht, also höchste Zuladung 180 Kilo, dann denke ich immer, na gut, da ist der Duke of Floridsdorf, der wiegt selber 130 Kilo, na viel kann der nicht mehr mitnehmen. Und wenn der also eine Frau mitfahren will, na das kann, der darf halt 40 Kilo haben und dann darf man halt noch ein Packerl Taschentücher mit haben. Also das glaube ich, das geht sich einfach bei sehr vielen Motorrädern geht sich das nicht aus. Dass zwei schwere Menschen fahren und dann noch ein Gepäck. Aber ich glaube, es ist im Endeffekt auch wurscht, solange sich dort halt jetzt niemand auf das draufhuckt. Wenn sie jetzt irgendwann die Gesetzeslage, wenn sie die ganz genau draufsetzen und sagen, der Versicherungsschutz erlischt oder so irgendwas, dann ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Dann musst du mit relativ vielen Motorrädern allein fahren. Ich schaue mir das immer an, weil mich das immer als alter Reisetourist schon interessiert. Ich selber habe das Glück, ich meine, ich bin eh platt genug, aber meine Freundin ist relativ leicht. Also wir kommen zu zweit sehr selten an dieses höchst zulässige Gesamtgewicht. Aber da gibt es schon auch Motorräder, die sich sehr, sehr stark unterscheiden. Also es gibt welche, die haben nicht mehr als 180, 190, auch im Reiseenduro-Sektor. Und dann gibt es wieder welche, die kommen auf über 220. Es war letztes Jahr, als ich wieder mal die Rotglied von Harley-Davidson gefahren bin, und da habe ich in den technischen Daten gesehen, höchst zulässiges Gesamtgewicht 617 Kilo und 229 Kilogramm maximale Zuladung. Das ist einmal ein Wert. Das kann sich sehen lassen. Und dann sind wir aufgrund von logistischen Gründen sogar teilweise einzelne Passagen zu zweit gefahren. Und das ist einfach unpackbar. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht die 100 Kilo, aber dann wären es halt nur 500 Kilo oder irgend sowas gewesen sein zu zweit. Aber wie das trotzdem zielsicher und präzise zum Fahren ist und wie souverän sich das auch anfühlt, liegt vermutlich daran, dass die Sitzhöhe bei diesem Motorrad relativ tief ist. Das heißt, dass du nicht irgendwie mit den Zehenspitzen herumhantieren musst am Stand, sondern richtig satt im Sattel sitzt und richtig satt mit beiden Füßen dieses unglaublich schwere Gerät dirigieren kannst. Und auf der anderen Seite hat dieser V2-Motor, dieser mächtige Motorblock auch einen sehr tiefen Schwerpunkt. Das heißt, es steht so richtig satt an der Ampel und du kannst es wirklich präzise dirigieren. Und dann ist es auch so, dass Harley-Davidson natürlich oft diese Präsentationen in Amerika macht, wo du diese Fahrzeuge testest, und dort hast du das Gefühl, das ist genau das Richtige. Da fährst du dann schöne, geschwungene Straße entlang, genießt das Leben und genießt einfach die Freiheit und fährst dahin und denkst, das ist echt Weltklasse, dass ich da jetzt 600 Kilo dirigieren kann, aber ohne Probleme, und das ist echt herrlich, das ist einfach leimend. Ja, eben, der Hersteller gibt es vor, wie er eben gewisse Bauteile dimensioniert hat, Radachsen, Felgen, sämtliche Fahrwerkskomponenten, Rahmen an sich, und es ist auch wiederum, wie wird das Fahrzeug eingesetzt. Also meist haben dann Tourenmotorräder oder Chopper ein höheres, höchstzulässiges Gesamtgewicht, spricht auch dann eine höhere Zuladung. Und man hat das als Kunde auch in seinen Papieren, Fahrzeugpapieren drin. Und das ist, denke ich mal, ein wichtiger Wert, weil ich denke mal, dass der sehr oft auch überschritten wird. Man soll dann schon auch einmal sich im Klaren sein, was darf ich zuladen, wie viel Gepäck darf ich mitnehmen, darf ich überhaupt den mitnehmen mit einem Motorrad. Ich habe ein Problem bei meinem Roller, dass wenn ich allein fahre, dann darf der Sozius nur 40 Kilo betragen. Also das ist vielleicht irgendwas, was ein bisschen vernachlässigt wird, aber immer mehr zum Thema wird. Und heutzutage hat man auch auf den aufgeklebten Typenschild am Fahrzeug Angaben dazu. Also dann sieht man das höchstzulässige Gesamtgewicht und daraus errechnet sich auch die maximale Zuladung. Also in der Vergangenheit ist das irgendwas, was ein bisschen so ein Kavaliersdelikt ist. Man hat einfach zugeladen, was man halt geglaubt hat. Ne? Und es wird aber immer mehr Thema, weil immer strenger kontrolliert wird und auch in den Homologationsunterlagen das auch drinsteht. Auch die Reifenbelastung ist da Thema.
weil der hat eine gewisse Tragfähigkeit der Reifen, dass man das nicht überschreiten soll. Und die Balance des Fahrzeuges, die Fahrsicherheit, also das ist sicher auch abhängig von dieser Zuladung. Also gerade was das höchstzulässige Gesamtgewicht betrifft, da reden wir eher von einer Situation, kann man sagen, wo man im Sozius-Betrieb unterwegs ist oder mit viel Gepäck. Jeder kennt es natürlich, je mehr Gewicht man auflädt, entweder durch Sozius oder zusätzlichen Gepäck, hat man eben die Situation, dass das Fahrzeug gerade am Heck deutlich tiefer einsackt und deutlich tiefer steht. Das hat natürlich sehr negative Auswirkungen, nicht vom Gesamtgewicht, sondern auch von der Geometrie des Fahrzeuges, die dadurch verschlechtert wird. Und da macht es dann sehr wohl Sinn, dementsprechende Fahrwerksauslegungen zu machen, damit eben diese Zuladung kompensiert werden kann. Das kann ich machen durch automatische oder hydraulisch verstellbare Federvorspannmechanismen, die ich dann per Hand oder sogar über den Lenker vorne per Tastknopf schon mittlerweile verstellen kann. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Es geht sogar so weit, wir haben mittlerweile schon Federbeine im Programm, die in der Lage sind, das erhöhte Gewicht selbstständig ausgleichen zu können. Das hat einen Nieder- und einen Hochdruckbereich drin. Ich will da nicht zu weit in die Tiefe gehen, nur dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie sowas funktioniert. Und das Federbein, wenn das tiefer einsackt durch mehr Gewicht und man fährt los und fährt über die ersten Bodenwellen drüber, pumpt sich das Federbein automatisch bei jeder Bewegung wieder in die Ausgangssituation zurück. Das heißt, ich habe hier, ohne dass ich was mechanisch oder hydraulisch verstellen muss, die gleiche Fahrsituation, wie wenn ich solo unterwegs bin. Und da, glaube ich, treffen wir, glaube ich, den Punkt höchstzulässiges Gesamtgewicht ganz gut. Also man kann dann mit diesen Systemen relativ gefahrlos und problemlos sich an das höchstzulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs auch hinwagen, ohne Einbußen in Fahrverhalten etc. hinnehmen zu müssen. Natürlich wird sich auch bei gleicher Geometrie ein Fahrzeug mit 100 Kilo mehr nicht ganz so leicht bewegen lassen, wie eins, wie wenn man alleine unterwegs ist und 100 Kilo leichter ist. Aber ein wichtiger Punkt ist eben, dass die Geometrie zumindest die gleiche bleibt, wenn ich mit zusätzlichem Gepäck unterwegs bin, um hier nicht nur Nachteile über veränderte Geometrien in Kauf nehmen zu müssen. Und hier, glaube ich, haben wir dann einen guten Ansatz, auch durch verschiedene Systeme das Fahrzeug so hin zu optimieren oder so zu verändern, dass auch durch zusätzliche Gewichte und zusätzliche Belastungen hier keine negativen Einflüsse aufs Fahrverhalten stattfinden. Wir kommen nicht weg von dem Thema Blatt und Dünn. Wobei bei uns beiden ist blöd. Da gibt es nur Blatt. Da gibt es nur Blatt. Aber ich habe mir trotzdem noch besser passend vielleicht die Blade beim zulässigen Gesamtgewicht genommen. Das zulässige Gesamtgewicht ist klarerweise besonders wichtig für Motorradfahrer, die nicht alleine fahren, sondern mit Sozius oder Sozia und dann auch noch viel Gepäck. Also ein Tourer, so wie ich mir gewählt habe, BMW K1600 GTL. Die hat schon einmal 560 Kilo höchstzulässiges Gesamtgewicht und hat eine Zuladung von 210 Kilo. Das lasse ich einmal gelten. Da kannst du dann schon ein bisschen was mitnehmen. Ja, da kann ich fahren, da könnte ich mal noch Bladeren hinten drauf und gut, dann wäre kein Gepäck mehr dabei. Aber ja, das geht so. Was hast du ausgesucht? Nein, ich finde es sehr lustig, weil deine Zuladung ist eigentlich mein höchstzulässiges Gesamtgewicht. Okay. Und zwar vom Honda Super Cup 212 Kilogramm. Okay. Mit einer Zuladung von 106 Kilogramm. Und das merkt man halt auch einfach am Konzept. Super Cup ist ein Einsitzer, da gibt es kein Gepäckstaufach. Also es ist wirklich nur für dich alleine zu fahren. Und wenn da schon, sagen wir, du oder ich da drauf sitzen, was kann da noch mitfahren? Ein Rucksack. Ich hätte gesagt, eine Kiste Bier, aber... Oh, das ist auch schön. Sechserträger, oder? Sechser da vorne dazwischen. Genau. Ich hätte gesagt, ein Rucksack, aber es darf nichts drinnen sein. Genau. Ja, höchstzulässiges Gesamtgewicht ist vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig interessant für den einen oder die andere, sondern wahrscheinlich eher der Begriff, der sich daraus ableiten lässt, nämlich die maximale Zuladung, die ja sich einfach daraus errechnen lässt, wenn man dann auch noch das Fahrzeuggewicht kennt. Und deswegen schauen wir uns das ein bisschen mal an im Detail, weil ich glaube schon, dass es sich lohnt, da mal ein bisschen drüber Gedanken zu machen. Ja, ich weiß nicht, wie Sie das sieht. Kollege im Video, der Alois, hat es
auch angesprochen, dass doch bei einigen Fahrzeugkategorien das höchstzulässige Gesamtgewicht durchaus ein bisschen größer sein könnte. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, in welchen Kategorien würdet ihr euch eine größere Auswahl an Fahrzeugen wünschen, wo man eine höhere Zuladungsmöglichkeit hat? Wo habt ihr die Erfahrung schon gemacht, dass man schnell an seine Grenzen stößt? Oder habt ihr schon mal das Problem gehabt zu sagen, na, das Motorrad kaufe ich mir nicht, weil das höchstzulässige Gesamtgewicht bzw. die erlaubte Zuladung zu gering ist? Postet es gerne unten drunter, dann ja, ist es durchaus auch was, wo andere Leute vielleicht dann auch das Interesse drauf lenken und die Industrie dann vielleicht auch das Interesse daran findet, da vielleicht 10 Kilo mehr da oder dort hineinzuarbeiten in die Fahrzeuge. Vielleicht können wir da gemeinsam was bewirken. Also arbeitet mit, in jedem Fall. Danke fürs Interesse, danke für eure Wertschätzung. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.